kann. Wir drehen das Kind ganz vorsichtig zur Seite. Jetzt machen wir einen leichten Zug auf die obere Schulter. Wir warten ab, bis das Kind selber den Kopf mit hochnimmt, im Raum waagerecht die Augen einstellt. Und wenn es das gemacht hat, nehme ich sofort den Po gegen meinen Bauch und greife wirklich, das Köpfchen ist ganz frei, greife sofort in die Wiege und hole es zu mir ran. Dasselbe zurück, die Seite, auf die das Kind abgelegt werden soll, wird erstmal so vorsichtig abgelegt. Ich habe das ganze Gewicht aber noch auf meinem Arm. Dann nehme ich die Hand und stabilisiere das Kind wirklich nicht am Kopf, sondern an der Schulter. Gehe dann sofort mit dieser Hand, die unten liegt, raus. Greife hier und warte ab, bis das Köpfchen selbstständig mit der Schwerkraft langsam abgelegt wird. Und drehe dann das Kind ganz vorsichtig auf den Rücken. Wenn das Kind angekommen ist, ist es immer ganz gut, wenn man dann auch wirklich am Rumpf zeigt, du bist angekommen. Ja, also nicht einfach liegen lassen, sondern einfach ein bisschen mit Druck das Kind spüren lassen, ich bin jetzt wieder in der Rückenlage. Ein Baby ist von Anfang an ein Tragling. Das bedeutet, dass es natürlich gerne auch in Mamas und Papas Arm gehalten wird. Das ist die sogenannte Wiegeposition. Da fühlt es sich wohl, da kann es sich spüren.